Heute will der kleine Eisbär Lars unbedingt Schnee graben. Komm, Lena! Am Schneegänsli Pieps ist das zu langweilig. Wir spielen die schöne Gans und das Ungeheuer. Du bist das Ungeheuer und musst mich fahren. Also gut, ich frisse dich mit Haut und Haar auf. Hilfe, Hilfe, das Ungeheuer, hilf! Der Lars grabt tiefer und tiefer, bis er auf das Mal etwas Herz unter dem Schnee findet. Eine Schatzkiste. Oh! Pieps, Lena, kommt, ich habe etwas gefunden. Lena, komm, hilf! Ich will da helfen, ruft Pieps. Oh, Und ich? Könnt mir auch jemand raushelfen? Ruft Lars aus dem Loch. Oh, hau fest! Ui, so! Was ist echt das für eine Kiste? Aber plötzlich passiert etwas Unheimliches. Pieps! Hihi, das ist ein super Nest! Du Lars, da hat es noch etwas in der Kiste. Das gehört mir. Und Lena lenkt einfach rein. Nein, gib her, ruft Lars. Aber Lena lässt nicht los. Mir gehört's, ich hab's zuerst gesehen, sagt Lena und drückt das Fernrohr ganz fest an sich. Aber ich habe die Kiste gefunden, ganz allein, und alles drin gehört mir. Es hat ja noch etwas drin, das kannst du dann haben. So, schau doch noch mal rein. Nein. Aber dann lenkt der Lars doch rein und zieht ein dickes Buch vor. So etwas hat er noch nie gesehen. Zuerst schaut er, ob es zum Essen ist. Oh nein, du! Hä? Das ist jetzt mein Höllendach. Aber auf das Mal sieht der Lars lauter Bärenbilder. Mein Vater. Der Brownie und seine Mutter. Es hat Bären drin, die er noch nie gesehen hat. Der hat ein weisses Gesicht und schwarze Ohren. Und bei mir ist alles ganz gross. Dann schau's mal an. Ganz gross. Der winkt ja. Hey, du Bär, ich seh dich. Die Lena winkt zurück und will das Fernrohr gegen das Buch tauschen. Nein, sagt der Lars, das sind meine Bären. Ich will deine Bären noch sehen. Die Pieps ist ganz aufgeregt. Darfst du für in mein Nest sitzen? Aber der Lars will sein Buch nicht hergeben. Blöde Lars, mit dir spielen wir nie mehr, ruft ihm die Lena hinten nach. Der Lars sitzt hinter dem nächsten Schneehügel und hält sein Buch ganz fest. Sein Buch. Aber auf das Mal gehört er von denen die Lena Schneehase und das Schneegänsli Pieps lachen und spielen. Ja, und dann merkt er auf einmal, alleine ist auch das schönste Bärenbuch nicht lustig. Lena, Pieps, ich mache wieder Frieden. Die dürfen meine Bären anschauen, ruft Lars hinger führen. Wir spielen alle zusammen Ehrenwort, Bärenwort. Und das haben sie auch gemacht. Und dann beschließen sie, alles wieder zu vergraben. Bis zum nächsten Mal, wenn alle drei zusammen sind. Das schwören sie sich. Der Lars, die Lena und Pieps.